Gut, dann wollen wir jetzt die Predigt hören. Bevor wir denn mit der Predigt anfangen, oder wir fangen die Predigt an mit einer Frage. Wer von euch möchte Ruhe und Frieden in seinem Leben haben? Oh, da bin ich aber überrascht. Okay, einige oder die meisten von euch wollen, einige interessiert das gar nicht. Aber das ist der Wille Gottes für alle Menschen. Gott will, dass du Ruhe und Frieden in deinem Herzen hast und in deinem Leben allgemein. Das war sein Plan, als er dich geschaffen hat. Das war sein Plan, als er den Menschen generell geschaffen hat. Und heute möchte er uns das Geheimnis geben. Er möchte uns zeigen, wie das möglich sein kann. Ich möchte sagen, es ist möglich, dass du Frieden und Ruhe in deinem Leben hast. Es ist möglich. Und ich möchte vorab sagen, du brauchst dafür keinen Alkohol, keine Droge, keine Zigarette, keine Sachen, die von dieser Welt sind. Und Gott möchte uns heute den Weg dahin zeigen. Wenn du aufpasst und diese Dinge auch in deinem Leben, auf dein Leben überträgst, sie auch umsetzt, dann wirst du das auch haben, was du dir gewünscht hast, nämlich Ruhe in deinem Leben und Frieden in deinem Leben. Amen. So, haben wir Folientechnik. So, ich möchte euch erstmal mit hineinnehmen in den Zustand am Anfang der Schöpfung, als Gott den Menschen geschaffen hat. Wenn wir verstehen wollen, was der Gedanke und der Plan Gottes für den Menschen ist, dann müssen wir immer zurückgehen auf das Buch 1. Mose in der Bibel. Amen. Wenn wir verstehen wollen, was der Gedanke Gottes für den Menschen ist, dann müssen wir zurückgehen auf das erste Buch der Bibel. Dieses Buch heißt Genesis oder 1. Mose. Und es war so, dass am Anfang Gott die Erde schuf. Und er schuf die Erde für den Menschen. Alles war auf den Menschen abgestimmt, damit der Mensch sich wohlfühlt. Und er legte einen großen, schönen, wunderschönen Garten an. Dieser Garten heißt in der Bibel Eden. Und stellte den Menschen in den Garten hinein. Und in diesem Garten waren Tausende von Fruchtbäumen. Und sie trugen wunderschöne und leckere Früchte. Alles für den Menschen. Und in diesem Garten waren alle Sorten von Tieren, die du dir vorstellen kannst und die du dir nicht vorstellen kannst. Und sie lebten in Harmonie mit dem Menschen. Auch der Löwe, auch der Krokodil, all diese Tiere, wovor wir Angst haben heute, die wir aber bewundern, die lebten in Harmonie mit dem Menschen. Es gab keinen Tod, keine Verletzung, keine Angst. Ja, und Adam lebte auch in einem Zustand, wo er auch keine Krankheit hatte. Er hatte keine Sorgen, keine Ängste, kein Schamgefühl, kein Gefühl der Minderwertigkeit. Er kannte keinen Mangel. Er hatte einen perfekten Zustand des Glückes. Adam hatte Ruhe und Frieden. So wir uns wünschen. Amen. Du hast in deinem Herzen die Sehnsucht und den Wunsch nach Ruhe und Frieden, weil du dafür geschaffen wurdest. Weil der Mensch einst schon damit Erfahrung gemacht hat. Das heißt, es ist irgendwie in unserer Genetik drin, in unserem System drin. Wir sind programmiert, um in Ruhe und Frieden zu leben. Deswegen fehlt uns das. Wenn das nicht Teil unseres Wesens wäre, dann würden wir das nicht vermissen. Wir sind geschaffen worden, um in Ruhe und Frieden zu leben. Und unsere Vorfahren, Adam und Eva, haben das im Original erlebt. Sie hatten eine Welt, in der es ihnen an nichts mangelte, an nichts fehlte. Alles war da. Und es gab, wie gesagt, keine Krankheiten, keine Armut, keine Arbeitslosigkeit, keine Schule, keine Noten.
Das gab's alles nicht. Das gab's alles nicht. Keine Verletzung. Kein Streit. Kein Neid. Kein Eifersucht. Das gab's alles nicht. Alles war einfach nur Freude, Friede, Gerechtigkeit. Das liegt daran, dass sie in der Gegenwart Gottes lebten. Das ist der einzige Grund, weil die Gegenwart Gottes mit Adam und Eva war. Und sie lebten in einer lebendigen, täglichen, persönlichen Beziehung mit ihrem Schöpfer. Und das ist das, was ihnen Frieden und Ruhe gegeben hat. Könnt ihr mir folgen? Adam und Eva, ich wiederhole mich, hatten einen perfekten Zustand des Glückes, Ruhe und Frieden, einfach nur, weil sie in der Gegenwart Gottes lebten. Die Gegenwart Gottes, um das vorwegzunehmen, ist der Schlüssel. Und ich möchte euch eine Passage lesen in 1. Mose 3. Denn es ist so, dass Gott Adam und Eva geschaffen hat. Er hat sie in den Garten Eden gestellt. Und Eden ist nicht nur ein physischer Ort gewesen. Eden ist eine Atmosphäre. Eden ist ein Zustand, wo die Gegenwart Gottes da ist. Diese Gegenwart Gottes war wie ein Schatten für sie. Das war wie ein Zelt, in dem sie gelebt haben. Das ist das, was ihnen im Körper, im Geist und in der Seele Ruhe und Frieden gegeben hat. Amen. Und 1. Mose 3, Vers 8 sagte uns, und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Also Gott pflegte die Gewohnheit, täglich zu Adam und Eva zu gehen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Und Adam und Eva hatten jede Zeit Zugang zu Gott. Sie konnten mit Gott reden, jede Zeit. Und wenn du in der Gegenwart Gottes bist, was kann dir fehlen? Gott erfüllt all deine Sehnsüchte. Gott erfüllt alles, was dein Herz sich wünscht und wünschen kann. Gott erfüllt dein Herz mit Freude, mit Frieden, mit Hoffnung, mit Kraft, mit Zuversicht. Und Adam und Eva sahen Gott von Angesicht zu Angesicht jeden Tag. Krass, oder? Und Gott nahm sich Zeit und bewegte sich und ging in den Garten und saß sich hin und plauderte mit Adam und Eva und spielte mit Adam und Eva und tauschte sich aus mit Adam und Eva und umarmte sie. Wir haben ja gehört, Jesus hat mich umarmt. Umarmte sie, er nahm sie in seine Arme und drückte sie und streichelte sie und küsste sie und liebkoste sie. Und sie fühlte sich glücklich in den Armen ihres Schöpfers, in den Armen ihres himmlischen Vaters. Ja, und diese Gegenwart Gottes, war, wie gesagt, ist der Garant dafür, dass sie eine friedliche Welt, ein friedliches Leben hatten, wo es an nichts fehlte und mangelte. Aber das änderte sich eines Tages. Das änderte sich, indem Adam und Eva eines Tages entschlossen, Gott den Rücken zuzuwenden. Denn Satan war zwischendurch gekommen. Er hat zu Adam und Eva gesprochen. Gott hatte Adam und Eva gesagt, in diesem Garten sind viele Bäume. Ihr dürft von all ihren Früchten essen. Aber in der Mitte des Gartens ist ein Baum, dessen Früchte dürft ihr nicht essen. Wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sterben und ich muss euch von mir trennen. So, und dann geht Gott, wir wissen nicht, was er in der Zeit gemacht hat, aber Adam und Eva sitzen da und Satan kommt und sagt, ist es wirklich wahr, dass Gott gesagt hat, ihr dürft nicht von dieser Frucht essen? Und Eva sagt, ja, er hat gesagt, wir dürfen noch nicht mal anfassen, sonst müssen wir sterben. Dann sagt Satan, Quatsch, das stimmt nicht. Gott weiß, dass wenn ihr von diesem Baum esst, von dieser Frucht esst,
dass ihr sein werdet wie Gott selbst. Dann sagt Eva, ach so. Na dann. Und sie schaute die Frucht an und das war ansehnlich. Das war schön. Noch schöner als zuvor in ihren Augen. Und appetitlicher als zuvor in ihren Augen. Sie nahm von der Frucht, biss hinein und rief ihren Mann und gab ihm diese Frucht. Er baß auch in die Frucht hinein. Beide aßen mit der Hoffnung, dass sie, wenn sie geschluckt haben, dass sie plötzlich sein werden wie Gott. Sie aßen, wie gesagt, ihre Augen öffneten sich und auf einmal merkten sie, ich bin nackt. Und sie fing an, sich zu schämen. Sie fing an, sich minderwertig zu fühlen. Sie fing an, sich unwürdig zu fühlen. Dann kommt Gott abends, um wie gewohnt Zeit mit ihnen zu verbringen. Und er stellt fest, dass da, wo er immer Adam und Eva traf, dass sie nicht erschienen waren an ihrem Treffpunkt. Und er wundert sich, Mensch, Adam, wo bist du? Und Adam sagt, ich habe deine Schritte gehört und ich wusste, dass du kommst und ich habe Angst gehabt und ich habe mich versteckt, denn ich bin nackt. Und Gott sagt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Kann es sein, dass du das getan hast, was ich verboten habe? Und Adam sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir gesagt, ich soll von der Frucht essen. Dann habe ich gegessen. Aber er sagt nicht, warum er gegessen hat, was er sich erhofft hatte, als er gegessen hat. Er verrät Gott nicht, dass er sein wollte wie er. Er sagt, du hast mir eine Frau gegeben und diese Frau hat gesagt, ich soll von der Frucht essen. Deswegen habe ich das gemacht. Und Gott sagt, um das zu kürzen, weil ihr ungehorsam geworden seid, muss ich euch vertreiben aus diesem Ort der Ruhe und des Friedens. Die Beziehung zwischen uns ist kaputt, weil ihr mir die Treue gebrochen habt, weil ihr lieber meinem Feind geglaubt habt als mir, weil ihr mir den Rücken gekehrt habt, weil ihr mich verraten habt, weil ihr mich in den Rücken gebissen habt, weil ihr etwas getan habt, was mir nicht gefällt, ist Schluss. Mit jedem Tag sich treffen und reden und umarmen. Ich liebe euch immer noch, aber jetzt habt ihr Sünde in euch. Weil ich heilig bin, kann ich euch nicht mehr in meine Arme nehmen. Aber ich liebe euch trotzdem. Aber trotzdem muss ich mich von euch trennen. Weil ihr Sünde in euch habt und ich bin jetzt heilig. Dann hat er Adam und Eva vertrieben aus dieser Gegend, wo sie schon immer gelebt haben, wo sie tausende von Fruchtbäumen hatten und mit einem Fluss, mit zwei Flüssen und mit in diesen Flüssen waren auch in einem Fluss waren Edelsteine wie Gold und Onyx und so weiter. Also Adam hatte Pools in seinem Garten. Ja? Und das war alles perfekt, aber er musste diesen Ort verlassen. Er musste die Gegenwart Gottes verlassen. Was meint ihr, wie sein Zustand danach war, außerhalb der Gegenwart Gottes? Miserabel. Da war er vorbei mit Frieden. Da war er vorbei mit Ruhe. Da war er vorbei mit einem Leben ohne Mangel. Denn Gott sagte ihm, ab jetzt musst du schuften, um ein bisschen was essen zu können. Bisher musstest du gar nicht machen. Alles war da. Du hast die Hand ausgestreckt und gepflückt und gegessen. Aber alles musst du aus eigener Kraft für dich selbst sorgen. Und Adam und seine Frau sind weinend aus dem Garten rausgelaufen. Aus der Gegenwart Gottes rausgelaufen. Dann war das Herz leer, die Seele trocken. Und zum ersten Mal in seinem Leben musste Adam selbst Hand anlegen und die Erde bebauen, hart arbeiten. Die Erde ist auch trocken geworden, unfruchtbar geworden aufgrund seiner Sünde und der Sünde seiner Frau. Sie waren getrennt. Leute, das ist der Grund, warum du und ich bis heute
immer noch in diesem Lebensmodus leben. Das ist der Grund, warum Menschen seither keinen Frieden haben, keine Freude haben und Unruhe in ihrem Leben haben und hier und da hart kämpfen müssen, harte Herausforderungen durchgehen müssen. Das ist der Grund, es ist die Sünde. Die Sünde trennt uns von Gott. Sünde bewirkt, dass wir unser Leben öffnen, dass der Feind kommt, dass Satan kommt und uns unser bevollmächtigt, unser Leben negativ beeinflusst und alles machen kann und darf, was er möchte. Sünde bewirkt, dass wir ein leeres Herz haben, eine trockene Seele haben. Wir fühlen uns innerlich trocken. Wir sind überwunden und geschlagen durch die Herausforderung des Lebens, weil Sünde uns getrennt hat von diesem Ort, wo wir am Anfang Ruhe und Frieden hatten, nämlich in der Beziehung mit unserem Schöpfer, in der Gegenwart unseres Gottes. Amen? Denn Sünde trennt uns von der Gegenwart Gottes. Und das ist traurig. Die Gegenwart Gottes ist wie ein Schirm. Es ist wie ein Schatten in der Hitze des Tages. Die Gegenwart Gottes gibt uns Ruhe und Frieden. Und außerhalb der Gegenwart Gottes können wir keinen Frieden haben. Wir werden viele Sachen suchen, um ein bisschen Frieden zu haben. Manche Leute werden trinken, andere werden übermäßig viel Medien konsumieren. Andere werden sich in Sport stürzen, in Arbeit stürzen, in verschiedene Sachen, nur um ein bisschen Frieden zu haben. Andere Leute werden anfangen zu meditieren oder Yoga zu machen, nur um ein bisschen Frieden zu haben. Noch andere werden anfangen übermäßig zu essen, nur um ein bisschen Frieden zu haben. Aber du kannst höchstens einen Bruchteil von Frieden haben, nur für eine vergängliche Zeit. Aber der Friede, der tief in deine Seele eindringt und auch bleibt, permanent bleibt, den hast du nur in einer persönlichen Beziehung mit deinem Schöpfer, mit dem Gott, der dich geschaffen hat. Amen? Denn du bist beschaffen, um so zu funktionieren. Wenn du das anders machst, dann wird es nicht funktionieren. Und wir sind es gewohnt, aus eigener Kraft Dinge selbst zu schaffen. Aber Gott hat uns geschaffen, damit wir Frieden haben. Und Frieden haben nur in einer persönlichen, lebendigen Beziehung mit ihm. Amen. Also Adam und Eva wurden aus dem Garten vertrieben, aber Gott hatte den Menschen trotzdem nicht losgelassen, nicht aufgegeben. Ich habe gesagt, er liebte sie, aber er musste sie aus dem Garten vertreiben, weil Sünde im Menschen war. Und Gott ist heilig. Er kann sich nicht mit Sünde vermischen. Das geht nicht. Das heißt, er liebt aber aus der Entfernung. Aber er hat den Menschen, die Beziehung zum Menschen vermisst. Weil er auch gesehen hat, wie miserabel unser Leben ist, ohne die persönliche Beziehung zu ihm. Hier Krankheit, da Streit, da Angst, da verschiedene Dinge, die uns im Alltag plagen. Sünde ist wirklich schlimm. Sünde zerstört uns, Sünde zerstört unsere Mitmenschen, Sünde zerstört Beziehungen. Sünde macht uns müde und matt. Wenn wir zum Beispiel in unseren sozialen Beziehungen lügen, ja, wer wird gern angelogen? Wer mag es, wenn er angelogen wird? Niemand. Wie fühlt sich Lüge an? Schlecht. Richtig. So, und Lüge zerstört Vertrauen. Ja, manchmal beleidigen wir Leute. Ja, oder wir lästern über Leute, wir reden schlecht über Leute hinter ihrem Rücken. Wenn du das erfährst, wie geht es dir damit? Schlecht, man fühlt sich verletzt, hintergangen. Ja, das tut weh. Ja, oder du bist in einer Beziehung, in einer Ehe, du betrügst deinen Mann, deine Frau. Wenn die Person das erfährt, wie geht der Person damit? Schlecht. So machen wir das im Alltag. Oder wenn jemand bestiehlt, du hast etwas, was dir wichtig ist, und du legst es irgendwo hin und jemand klaut das. Wie fühlst du dich? Nicht gut. Ja. Wir sind in der Kirche.
Das ist Sünde. Oder du oder jemand tötet eine Person, die dir total wichtig ist. Ja, das macht dich traurig. Das heißt, Sünde ist gekommen zwischen Gott und uns. Und Gott hat gesagt, solange ihr eure Sünde tragt, kann ich bei aller Liebe nicht in eine Beziehung mit euch stehen. Ihr findet auch keinen Weg zu mir, weil die Sünde euch blind macht. Weil die Sünde euch den Weg zu mir versperrt. Die Sünde verhindert sogar, dass ihr daran denkt, zu mir zu kommen. Also der Mensch hat einfach seinen Weg angeschlagen, ist seinen Weg gegangen und ist immer tiefer in den Sumpf gegangen. Und das brach das Herz Gottes. Gott sah das und sagte zu sich bei sich, ich muss etwas tun. Von sich aus werden sie nicht zu mir kommen können oder kommen wollen. Aber ich will ihnen helfen, ich will sie retten. Sonst zerstören sie sich gegenseitig und am Ende musste sie auch noch bestrafen. Also, was machte Gott? Er sandte seinen Sohn Jesus Christus. Amen. Er sandte Jesus Christus. Jesus Christus kam, um den Weg, eine Brücke zu bauen zwischen Gott und uns. Jesus kam, um das Problem zu lösen, was zwischen Gott und uns entstanden ist. Der Grund, warum unsere Beziehung zu Gott kaputt gegangen ist. Der Grund, warum Gott uns aus dem Garten vertrieben hat. Wer hat aufgepasst, was war der Grund, warum Gott uns aus dem Garten vertrieben hat, aus seiner Gegenwart vertrieben hat? Was war der Grund? Wer hat aufgepasst? Niemand. Hä? Hä? Sünde. Sehr gut. Doch aufgepasst. Halleluja. So, dann war die Frage, was muss passieren, damit diese Sünde weg ist, damit dieses Hindernis weg ist und wir wieder Zugang zu unserem himmlischen Vater haben können? Das war die spannende Frage. Unsere eigenen Bemühungen können nicht ausreichen. Denn alles, was ich tue als Sünder, ist von Sünde behaftet. Wenn ich schmutzige Hände habe, alles, was ich anfasse, wird schmutzig. Ja oder nein? Richtig. Also wenn ich Sünder bin, alles, was ich tue, ist dreckig in den Augen Gottes. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass ich gute Sachen tun werde, um gut vor Gott zu sein. Weil alles, was ich tue, weil ich Sünder bin, weil ich beschmutzt bin, ist automatisch schmutzig. Und kann nicht gelten, kann nicht reichen. Könnt ihr mir folgen? Also Gott hat gesagt, das kann nicht die Lösung sein. Was kann denn die Lösung sein? Er hat gesagt, ich werde die Form eines Menschen einnehmen und ich werde unter die Menschen gehen und ich werde ohne Sünde leben und ich werde Sünde somit in meinem Körper besiegen und bestrafen. Amen? Und ich werde alle Sünde der Menschen auf mich nehmen. Die ganze Strafe, die der Mensch verdient hätte, werde ich auf mich nehmen. Und ich werde so den Menschen von der Macht der Sünde befreien. Deswegen kam Jesus. Und er sagt in seinem Wort selbst, in Matthäus 11, Vers 28, kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Unterstellt euch mir und lernt von mir. Denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben. Denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Also Jesus kommt in die Erde und steht vor den Menschen und steht vor dir heute Morgen und sagt, willst du Ruhe für deine Seele haben? Dann sagt er, komm zu mir. Er sagt, ihr alle, die geplagt seid, ihr alle, die mit Lasten beschwert seid. Wenn du geplagt bist, wenn du Lasten trägst, welche auch immer, das kann die Lasten der Sünde sein, das kann die Lasten von verschiedenen Dingen im Leben sein. Er sagt, geh wohin? Komm zu mir. Komm zu mir. Er sagt, komm zu mir, bei mir erholt ihr euch.
Also echte Erholung für die Seele ist nicht in einem Spa, in einer Sauna, in einem Traumurlaubsort. Ich mag die Erfahrung, wenn ich im Urlaub bin, ich genieße die Zeit. Aber sobald ich meine Koffer gepackt habe, um zurückzufliegen, ist die schöne Zeit vergessen. Wer kennt das? Du kommst zurück am nächsten Tag, du hast alles vergessen. Nach 2 Tagen sind die ganzen Eindrücke weg. Mehrere tausend Euro umsonst, kann man sagen, ausgegeben. Die Ruhe ist weg. Die Erholung ist weg. Vielleicht kommst du am Sonntag und am Montag musst du wieder arbeiten. Allein der Gedanke, ich muss morgen wieder arbeiten, das macht dich krank oder fast krank. Das nimmt den ganzen Spaß vom Urlaub weg. Dann musst du wieder zum Urlaub, wieder. Jesus sagt, bei mir ist echte, dauerhafte Erholung. Amen? Amen. Wenn du belastet bist, wenn du geplagt bist, sagt Jesus, bei mir ist echte Erholung. Und Jesus sagt, unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit, dann kommt Ruhe in euer Leben. Fast alle haben sich vorhin gemeldet und gesagt, ich möchte Ruhe in meinem Leben haben. Jetzt musst du aufpassen. Jetzt kommt der Schlüssel. Jesus sagt, komm zu mir. Aber er sagt nicht, komm, um etwas zu nehmen und wieder abzuhauen. Denn so ist der Mensch. Wir wollen Gott, aber wir wollen nur, was er uns geben soll. Hast du verstanden? Wir wollen zu Gott, aber wir kommen nur, um etwas Bestimmtes zu nehmen. Aber Gott selbst interessiert uns nicht. Wir wollen ein bisschen Bonbon und kommen, wir nehmen den Bonbon. Gott gibt uns, will unsere Hand halten, um mit uns zu reden. Und sagt, ich hab noch was zu erledigen. Jesus sagt hier, komm zu mir, aber komm auch unter meine Leitung. Das heißt, bring dein Leben unter meine Leitung. Lass mich dein Leben leiten. Das ist der Schlüssel. Denn was unsere Ruhe zerstört hat, die wir am Anfang hatten, ist, dass wir gegen Gott rebelliert haben. Wir wollten ein Leben ohne Gott führen. Wir wollten unser eigener Gott selbst sein. Gott war nett mit dir, war nett bei dir, aber ich möchte mein eigener Gott sein. Deswegen haben sie die Frucht gegessen. Sie wollten selber Gott sein. Was du kannst, das kann ich auch, Gott. Ich will nicht, dass irgendjemand über mein Leben bestimmt. Ich will selbst über mein Leben bestimmen. Ich will selbst entscheiden, was gut und böse ist. Nicht du, Gott, soll mir sagen. Versteht ihr? Das ist der Grund, warum alles kaputt gegangen ist. Weil Adam und Eva gedacht haben, ich will selbst entscheiden, was gut und schlecht ist. Ich will nicht, dass Gott derjenige ist, der mir das sagt, der über mich bestimmt. Also laufe ich weg. Dann hat Gott gesagt, du kriegst, was du willst. Folgt mir bitte, schaut her. Ist spannender. Gerade jetzt. Gott hat gesagt, du kriegst, was du willst. Geh, du willst selber erleben, wie es ist, wenn du dein eigener Gott bist. Deswegen geht es uns, wie es uns geht. Deswegen sagt Jesus, wenn du diese Ruhe und Frieden haben möchtest, die ich für euch vorbereitet habe, dann musst du zu mir kommen und du musst mir die Leitung deines Lebens geben. Verstanden? Es ist keine Rebellion mehr. Das heißt, du, ab jetzt möchte ich über dein Leben bestimmen. Ich möchte entscheiden, was gut und schlecht ist, was gut und böse ist. Wenn du das zulässt, dann hast du es. Ruhe. Denn er sagt, ich bin freundlich, ja, und zum Dienen bereit. Das heißt, du brauchst keine Angst zu haben, dass wenn Jesus über dein Leben bestimmt, dass er zu hart mit dir sein wird, dass er Dinge von dir verlangen wird, die du nicht leisten kannst.
dass er über dich dominieren wird wie ein Diktator. Er sagt, ich bin freundlich, ich bin selbstlos, ich bin Liebe. Und was ich dir sagen möchte, ist für dein eigenes Wohl. Wenn du das tust, dann wirst du Ruhe haben. Wer hat verstanden? 1, 2, 3 Leute, immer mehr. Amen? Am Anfang, ich wiederhole mich, am Anfang schafft Gott den Menschen. Wir leben in Harmonie mit unserem himmlischen Vater, in seiner Gegenwart, jeden Tag. Und da fehlt uns nichts. Wir sind beschützt, wir haben Ruhe, wir haben Frieden, wir haben genug zu essen, uns fehlt nichts. Wir haben perfektes Glück. Und irgendwann sagt der Mensch, ich möchte selbst Gott sein. Ich möchte nicht mehr, dass dieser Vater über mich bestimmt. Dass dieser Vater mir sagt, was gut und schlecht ist. Ich möchte selbst entscheiden. Wenn ich lügen möchte, möchte ich das lügen. Wenn es mir gefällt, dann mache ich das. Nicht nach dem Motto, lüge nicht, weil es Gott nicht gefällt. Ist mir egal, was Gott gefällt oder nicht. Ich will selbst entscheiden. Wenn es mir was bringt, dann lüge ich. Das war der Gedanke von Adam und Eva. Wenn es mir was bringt, dann stille ich. Egal, ob Gott das will oder nicht. Wenn ich Ehebruch begehen möchte, dann mache ich das, wenn es mir was bringt. Egal, ob es Gott gefällt oder nicht. Das war der Gedanke des Menschen. Und das ist das, was uns ins Elend gestürzt hat. Dass wir so ein elendes Leben haben, wie wir das auf der ganzen Welt heute haben. Dieser Wunsch nach Selbstbestimmung. Dass ich selbst entscheide, was gut und böse ist. Das war die Frucht. Die Frucht der Erkenntnis von gut und böse. Habt ihr verstanden? Das ist der Schlüssel. Jesus sagt, halte, mach mal Halt und erkenne, dass diese Entscheidung des Menschen schlecht ist. Das führt ins Verderben. Das führt in die Zerstörung und Selbstzerstörung. Das führt dazu, dass ihr belastet seid, dass ihr geplagt seid, dass ihr müde seid, dass ihr matt seid. Dass die Seele trocken ist, überfordert ist. Dass ihr euch leer fühlt. Dass ihr euch orientierungslos und verloren fühlt. Dass ihr voller Angst seid. Ängstlich und besorgt. Und viele kriegen davon Herzprobleme oder Depressionen. Und Gott sagt, das alles, weil ihr nur ohne mich leben wollt und selbst bestimmen wollt, was gut und böse ist. Ihr seht das Ergebnis. Das Ergebnis ist nicht gut. Wenn du das einsiehst, dann sagt Gott, ich bin derselbe. Ich ändere, ich habe mich nie geändert. Ich bin derselbe. Komm zurück. Komm zu mir. Und unterstelle dich eben meine Leitung. Wie am Anfang. Es war alles gut, als du unter meiner Leitung gestanden hast. Es war alles gut. Warum bist du da rausgekommen? Er sagt, komm zurück, bring dein Leben zurück, bring dein Herz zurück zu mir und lerne von mir. Ich weiß es besser. Ich weiß besser, was gut für dich ist. Wenn ich sage, dass etwas gut ist, dann ist es wirklich gut. Wenn ich sage, dass etwas böse und schlecht ist, ist es wirklich schlecht. Und das wird dir nicht gut tun, wenn du das machst. Ich weiß es besser. Kennt ihr? Ich habe 3 Kinder. Wenn Kinder wachsen, machen sie gerne Experimente. Ja, so lernen sie ihre Umwelt kennen. Er sieht Feuerflaschen, Herd brennt, sagt sie, nicht anfassen. Sagt der Papa, ich weiß es besser. Ich will ausprobieren. Dann legt er die Hand und sieht, aua, das brennt, das brennt, das brennt. Papa, dann kommt der Papa, es brennt. Ja, ich habe doch gesagt, Junge. Ich weiß, was gut und böse ist. Wenn ich dir sage, glaub mir einfach und mach das, dann bist du geschützt. Wenn das 3-jährige Kind auf seinen Papa hört und nicht erst denkt, Mensch, ich will das selber erleben, dann hat er keine Narben an den Fingern, keine Schmerzen, keine Wunde und er hat Ruhe.
Stimmt's? Er hatte Ruhe. Also wenn wir anfangen zu denken, nee, ich muss selbst entscheiden, was gut und böse ist, dann fügen wir uns Schmerzen zu. Wir fügen uns Narben zu. Wir zerstören selbst unsere Ruhe und unseren Frieden. Richtig oder falsch? Richtig. Also Gott sagt, vertrau mir, wenn ich dir sage, dass etwas falsch ist. Ich sage es, weil ich dich liebe, weil ich dich beschützen möchte, weil ich es gut meine mit dir, weil ich weiß, wie das Leben läuft. Vertrau mir und lass die Finger davon. Geh weg davon. Dann wird es dir gut gehen. Lass mich bestimmen, was das Gute und das Böse ist. Amen? Amen? Wenn du das tust, die Bibel nennt das Umkehr oder Bekehrung. Ich ändere meinen Lebenswandel, meinen Lebensstil und ich komme zurück zu Gott und entscheide mich nur noch nach seinem Willen zu leben. Wenn du das tust, dann sagt Jesus, dann wirst du Ruhe für dein Leben finden. Wenn Jesus das sagt, dann soll es, er redet nicht von einer einmaligen Geschichte. Das soll fortwährend sein, das heißt für den Rest deines Lebens. Wenn du für den Rest deines Lebens dich jeden Tag bewusst entscheidest, dich von Jesus leiten zu lassen, unter seiner Leitung zu leben, dann wirst du auch dauerhaft Ruhe für deine Seele, für dein Leben haben. Amen. Und das ist das, was Gott von uns will. Er will nicht nur, dass wir zurückkommen und an Jesus glauben und dann war es das und dann leben wir einfach so, sondern er will, dass wir lernen, permanent in seiner Gegenwart zu leben. Bewusst im Alltag in der Gegenwart Gottes zu leben. Amen. Amen. Denn Gott ist auch im Alltag. Gott ist nicht nur am Sonntag in der Kirche. Gott ist auch auf deiner Arbeitsstelle, in der Straßenbahn. Gott ist auch in deinem Haus, in deiner Wohnung. Gott ist auf der Straße. Gott ist überall. Und er möchte, wenn du zumindest Ruhe in deinem Leben haben möchtest, dass du an diesen verschiedenen Orten 24 Stunden, dass du lernst, bewusst in seiner Gegenwart zu leben. Bewusst dich von Jesus leiten zu lassen. Amen? Dann wirst du Ruhe haben. Sagen wir mal, du arbeitest irgendwo und du kommst dahin und es gibt eine Situation, jemand hat vielleicht über dich gelästert und du kriegst das mit. Dann musst du dich fragen, Jesus, was willst du, dass ich hier tue? Ja? So magst du zumindest, wenn du dein Leben unter die Leitung von Jesus unterstellst. Dann erinnerst du dich an das Wort, Jesus gesagt hat, nicht das Böse mit dem Bösen vergelten. Und dann verzichtest du darauf, zurückzuschießen, den Kollegen hart anzugehen. Er sagt, lieb deine Feinde, betet für die, die euch verfolgen, tut Gutes denen, die euch Böses antun. Ah, okay, Jesus. Wenn es nur nach mir ginge, würde ich ihnen eine ordentliche Ohrfeige verpassen, aber ich verzichte darauf, weil du sagst, dass es böse ist. Und du sagst, ich soll lieben, ich soll vergeben, ich soll für ihn beten, ich soll ihm etwas Gutes tun. Für unseren Verstand klingt das doof, oder nicht? Das klingt doof. Unser Verstand will sagen, das ist doch bescheuert, du bist komplett bescheuert. Aber Jesus sagt, vertrau mir, ich weiß, was besser für dich ist. Dann verzichtest du auf die ordentliche Ohrfeige und du schenkst dem Kollegen eine Tafel Schokolade oder du gehst nach Hause und betest für den Kollegen und du merkst, dass du selber Frieden in deinem Herzen hast. Weil, wenn du anfängst mit Ohrfeige, dann gibt es Konflikt, Streit, du hast keinen Frieden in deinem Herzen und keinen Frieden mit dem Kollegen. Dann wirst du Bitterkeit entwickeln, du wirst Wut entwickeln
Ja, du wirst anfangen, den Kollegen vielleicht aus dem Weg zu gehen und anfangen, schlecht über ihn zu reden. Du merkst, wie du in eine Spirale von Sünden, von Schmerzen kommst. Du wirst anfangen, darüber zu grübeln und dich ungerecht behandelt zu fühlen und so weiter. Und das bringt dich immer tiefer nach unten. Du hast ja keinen Frieden mehr. Aber wenn du nach Jesu Weg gehst, dass er sagt, ich weiß, das ist ungerecht, ich weiß, das tut weh, aber dass der bessere Weg für dich ist, vergib. Vergib und tu Gutes und bete für diese Person. Wenn du das machst, auch wenn es unvernünftig klingt, wirst du merken, dass du Frieden in deinem Herzen hast. Dass du den Menschen in die Augen schauen kannst. Amen? Amen? Das ist ein konkretes Beispiel, was Jesus meint, wenn er sagt, stell dein Leben unter meine Leitung. Und das ist im Alltag. Jesus möchte Teil unseres Alltags sein. Gott ist gut. Amen? Amen. Gott ist gut. Und nur durch Jesus können wir zum Vater kommen. Nur durch Jesus. Du kannst nicht mit deiner Schönheit kommen oder mit deinen vermeintlich guten Werken kommen. Nur durch Jesus. Nur er führt uns an diesen Ort zurück, wonach wir uns sehnen. Ein Ort der Ruhe, des Friedens. Ich möchte euch eine letzte Passage lesen. Das ist Psalm 91 und die ersten zwei Verse. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Das ist irre stark. Das ist irre stark, diese zwei Verse. Und die geben uns auch den Schlüssel für Ruhe und Frieden. Er sagt, du sollst, wenn du Zuversicht haben möchtest, ja? Er sagte, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Der Mann, der diesen Psalm schreibt, hat in einem Land gelebt, wo es sehr heiß sein konnte. Israel. 50 Grad im Schatten. Ja? Es kann sehr heiß sein in Israel. Wer von euch hat schon mal in der Hitze gestanden? Wie fühlt sich das an? Ja? Sehr heiß. Man verliert an Flüssigkeit, man wird schlapp, man wird schwach, man ist schlecht gelaunt, man ist müde. Genauso ist es mit dem Leben manchmal. Manchmal hast du Phasen des Lebens, du hast das Gefühl, du stehst unter der Sonne 50 Grad. Es ist heiß, es ist unangenehm. Du fühlst dich schlapp, keine Flüssigkeit mehr im Körper. Deine Seele ist matt und schlapp, du bist kaputt, du bist müde, du bist hoffnungslos, du bist verzweifelt. Und David sagt, es gibt einen Schirm. Es gibt einen Schirm. Wenn du unter diesen Schirm kommst, dann ist es kühl. Amen. Das ist der Schirm des Höchsten. Gott möchte ein Schirm für uns sein in der Hitze des Tages. In der Hitze des Lebens möchte Gott ein Schirm für uns. Hat jemand zufällig einen Regenschirm dabei? Nein, würde mich wundern. Jemand, der im Geist gewesen ist. Ja? Also wenn Gott möchte ein Schirm für dich sein. Er möchte ein Schatten für dich sein in der Hitze des Lebens. Aber er sagt, du musst bei ihm wohnen und bei ihm bleiben. Das spricht ja für die Gegenwart Gottes, für ein Leben in einer persönlichen Beziehung mit dem Schöpfer. Wenn du in dieser persönlichen Beziehung lebst, dann ist es vergleichbar mit jemandem, der
in einem gekühlten Zelt in der Wüste sich aufhält. Amen. Es ist Wüste und du findest ein Zelt mit Klimaanlage. Und du rennst da rein. Draußen ist 50 Grad Celsius und du trittst in dieses Zelt hinein. Und es ist angenehm kühl. Das möchte Gott für unsere Seele sein. Amen. Amen. Gott sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht. Zuversicht ist ein Zustand, wo man etwas Positives erwartet. Ich habe extra nachgeschlagen. Es ist ein Zustand, in dem man etwas Positives erwartet. Das heißt, wenn du in der Gegenwart Gottes wohnst, also gewohnheitsmäßig lebst, dann erfüllt er dein Herz mit Zuversicht. Das heißt, du bist positiv gestimmt. Amen. Ich rede mit vielen Menschen, speziell hier in Deutschland, und ich merke, dass viele Menschen einfach sehr negativ sind. Ich dachte, es gibt nur eine Attraktion im Haus Gottes, Jesus. Also schaut auf das Wort Gottes hier. Amen. Wenn ich mit vielen Menschen rede, viele Menschen in diesem Land sind pessimistisch, sind negativ, erwarten immer etwas Schlimmes, etwas Schlechtes. Denken immer an das Worst-Case-Szenario. Und ich wundere mich. Hier sagt der Psalmist, wenn du unter dem Schirm des Höchsten wohnst, wenn du im Schatten des Allmächtigen bleibst, dann kannst du sagen, der Herr ist meine Zuversicht. Der Herr erfüllt mich mit positiven Erwartungen. Ich blicke der Zukunft positiv entgegen. Ich erwarte nur Gutes. Und das macht einen riesen Unterschied. Amen. Amen. Gerade jetzt mit der Entwicklung der Wirtschaft, wo alle möglichen Experten die Apokalypse prognostizieren. Es wird Blackout geben, alles ist schlecht. Ich habe aufgehört, diese vermeintlichen Experten zu lesen. Mein Experte ist der Allmächtige. Dort hole ich mir die Zukunftsprognose in der Gegenwart Gottes. Ich schaue nicht auf den Corona-Experten Lauterbach oder andere Wirtschaftsexperten, die sagen nur Chaos voraus. Und das bricht dein Herz, das erfüllt dein Herz mit Angst, mit Pessimismus. Viele werden deprimiert, weil sie im Schatten der Menschenexperten wohnen. Unter dem Schirm der Menschenexperten sitzen. Das Herz hat keine Zuversicht. Aber wenn du unter dem Schirm Gottes wohnst, wenn du im Schatten Gottes bleibst, dann kannst du sagen, der Herr ist meine Zuversicht. Der Herr ist meine Burg. Der Herr ist meine Festung. Du bist gefestigt im Leben. Gefestigt in deinem Herzen, egal was passiert. Tief in deinem Inneren schenkt Gott dir Ruhe und Frieden. Wenn ich von Ruhe und Frieden rede, rede ich nicht von einem Zustand in diesem Leben, wo du keine Probleme hast. Das wird niemals gehen. Du wirst immer Probleme haben, mehr oder weniger. Immer wird irgendwas fehlen, immer. Nur wenn wir im Himmel sind, ist es vorbei damit. Aber solange wir hier auf der Erde sind, wird immer etwas nicht so ganz sein, wie es sein sollte. Aber trotzdem ist es möglich, dass Gott dir Ruhe gibt. Amen. Ich möchte mich kurz zusammenfassen und zum Abschluss kommen. Erste Station, Adam und Eva werden geschaffen. Gott schafft eine perfekte Welt. Gott legt einen Garten an mit Pools. Und in den Pools sind Gold und Silber und Onyx und verschiedene tolle Edelsteine. Und Adam hat alle Tiere als seine Freunde. Er ist mit keinem Tier verfeindet, noch nicht mal mit dem Löwen. Die sind alle, die spielen mit ihm. Alles ist wunderbar. Adam muss nicht arbeiten, um zu essen. Es ist alles da. Adam muss keine Angst haben. Adam hat keine Krankheit. Er wird nicht müde. Er hat keine Bedürfnisse.
Wir haben gesagt, dieser Zustand konnte nur so sein, weil Adam und Eva in der Gegenwart Gottes lebten. Sie hatten eine ungestörte Beziehung mit Gott. Und das war die Garantie für diesen Zustand. Soweit verstanden? Das war der einzige Grund, warum sie so ein Leben haben konnten. Dann, irgendwann sagen sie zu sich selbst, wir wollen nicht mehr, dass Gott über uns bestimmt. Wir wollen nicht mehr, dass Gott uns sagt, was böse und gut ist. Wir wollen das selbst entscheiden. Und dann hat Gott gesagt, wenn es so ist, dann müssen wir uns trennen. Sünde kam in diese Beziehung. Und Sünde hat das zerstört. Diese Harmonie zwischen ihnen und Gott wurde durch Sünde zerstört. Und Gott hat sie vertrieben aus seiner Gegenwart. Und außerhalb der Gegenwart Gottes herrscht nur ein Zustand des Chaos, wo sie Angst hatten, wo sie sich Sorgen gemacht haben, wo sie hart arbeiten mussten für einen kleinen Ertrag, wo sie Angst hatten vor Tieren, vor verschiedenen Sachen, wo sie müde wurden, sauer wurden, gelästert haben, sich umgebracht haben, außerhalb der Gegenwart Gottes. Gott schaut sich das an und das bricht sein Herz. Deine Liebe lässt uns nicht los und er sagt, ich muss etwas tun, um meine armen Kinder zu helfen, zu retten. Und er sendet Jesus Christus. Jesus kommt und baut eine Brücke zwischen Gott und uns, zwischen dem Vater und uns. Jesus sagt, ich bin der Weg, der zurückführt zu diesem Ort, wo ihr am Anfang wart, wo alles ruhig, wo ihr Ruhe für eure Seelen hattet. Wer an mich glaubt, den werde ich dahin führen. Aber nur wenn du darauf verzichtest, selbst bestimmen zu wollen, was gut und böse ist. Du musst zu mir kommen und du musst zulassen, dass ich anfange, der Einzige zu sein, der über Gut und Böse in deinem Leben entscheidet. Und du musst Vergebung bitten für deine Sünden, für das Böse und dann werde ich dich dahin führen, wo du Ruhe für deine Seele hast. Wenn du einmal da bist, musst du aber zusehen, dass du permanent an diesem Ort bleibst. Geh da nicht raus. Wohne unter dem Schirm Gottes. Wohne im Schatten deines Schöpfers. Dann wirst du Zuversicht in deinem Herzen haben. Dann wirst du Ruhe für dein Leben haben. Und du wirst dich erholen bei Gott. Amen. Gott sieht unser Leben, er sieht unsere Herzen, dass wir geplagt sind, dass wir müde sind. Und das betrifft, das betrübt ihn sehr. Und er möchte dir und mir helfen. Er sagt, die Antwort ist Jesus. Und die Antwort ist eine persönliche Beziehung mit Gott. Die Antwort ist, in der Gegenwart Gottes auch im Alltag bleiben. Dann werde ich dir Ruhe für dein Leben. Wenn du das machst, alles, was ich gesagt habe, wenn du alles, was ich gesagt habe, mache und keine Ruhe für dein Leben findest, sag mir, dann höre ich auf zu predigen. Denn ich bin überzeugt, dass was ich predige, die Wahrheit ist. Also das funktioniert, Leute. Das sind keine leeren Worte, das funktioniert. Und zwar seit Jahrtausenden. Alle Menschen, die nach diesen Prinzipien gehandelt und gelebt haben, haben die Ergebnisse und die Früchte davon gesehen. Das Wort Gottes ist 7-mal erprobt, geläutert. Amen? Gott ist kein Mensch, das er lügt. Sein Wort ist 7-mal erläutert, geläutert. Das ist das Wort Gottes. Es ist wahr. Du musst dich nur darauf einlassen. Vielleicht verstehst du nicht alles. Mach den ersten Schritt. Sag, ich will jetzt zu Jesus kommen und eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Und ich will lernen, jeden Tag in der Gegenwart Gottes zu leben. Das wird dir Ruhe für dein Leben geben. Jesus liebt dich. Gott liebt dich. Deswegen möchte ich bitten, dass wir aufstehen. Weil Gott dich liebt, möchte er dir heute die Gelegenheit geben,
über diese Brücke zu laufen und zu ihm zu kommen. Die Brücke ist Jesus. Vielleicht hast du bisher ein Leben geführt, wo du selbst entschieden hast, was gut und böse ist. Gott sagt, das ist der Grund, warum du keine Ruhe für deine Seele hast. Wenn du hier auf der Erde keine Ruhe hast, wie viel mehr, wie viel weniger Ruhe wirst du haben, wenn du in der Höhle bist? Denn das ist ja das Ende, wenn du so weiterlebst, wenn du selbst entscheiden willst, was gut und böse ist. Du landest in der Höhle. Und das ist Milliarden, 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 Milliarden Mal schlimmer als das Wenige, was du jetzt spürst. Und Gott sagt, das muss nicht sein. Ich liebe dich als meine Tochter, als mein Sohn. Und heute will ich dir die Gelegenheit geben, dass du zu mir kommst, dass du dein Leben unter meine Leiterschaft stellst. Dass du sagst, Jesus, ab heute möchte ich, dass du derjenige bist, der bestimmt über das, was böse und gut ist. Und ich möchte dir nachfolgen, nur nach deinem Willen leben. Und ich möchte dich bitten, dass du alles vergibst, was ich bisher Böses getan habe. Dann sagt Jesus, ich vergebe dir und ich nehme die Lasten deiner Sünden weg. Und dann wirst du Ruhe für deine Seele haben. Ist da jemand, der heute Morgen sagt, ich möchte ab heute zulassen, dass nur noch Jesus mir sagt, was böse und schlecht ist? Bitte hör erstmal zu. Ich habe noch nicht mal zu Ende geredet. Da sind schon 1000 Hände in der Luft. Danke für euren Eifer. Aber hört erstmal zu. Gott meint es ernst mit uns. Wenn du heute sagen möchtest, bisher bin ich derjenige, der immer über das Gute und das Böse in meinem Leben entschieden hat. Aber ich sehe, dass es falsch ist, weil ich mich zerstöre und andere zerstöre. Und ich will ab heute, dass nur noch Jesus mir sagt, was gut und böse ist. Dass Jesus mein Leben führt und nicht mehr ich. Ich will ab heute nur noch nach seinem Willen leben und das Böse hinter mir lassen und nur für Jesus leben. Nach der Bibel leben. Und ich will mein Leben ändern. So, hier habe ich zu Ende geredet. Wer heute sagt, in meinem Herzen spüre ich das, ich will das von ganzem Herzen, dann zeig Jesus dann ein Zeichen, indem du deine Hand in die Luft hältst. Jetzt ist es ruhig im Raum. Okay. Zeig Jesus noch mehr, dass du das ernst meinst. Und komm nach vorne hier und ich werde mit dir beten. Die erste traut sich sehr gut. Nehmt hier vorne Stellung. Sehr gut. Das reicht. Ich möchte, dass ihr euch eine Minute Zeit nehmt, dass ihr Jesus sagt, was ihr falsch findet an eurem Leben, dass ihr ihn um Vergebung bittet für alles, was ihr Böses getan habt. Alle Menschen sündigen, alle Menschen. Deswegen ist es keine Schande, das vor ihm zuzugeben. Er kennt auch dein Leben, er kennt dein Herz. Sag ihm ganz leise, niemand muss es hören. Sag ihm, vergib mir Jesus, ich habe bisher nur noch nach meinem Herzen gelebt. Ich will mich ändern. Vergib meine Sünden. Vergib mir Jesus. Bete für dich selbst, ganz leise, nur dass Jesus hört. Ganz leise, er hört es im Himmel. Wenn du dein Leben ändern möchtest, sag es ihm. Rede, wie wenn du jetzt mit deinem Vater redest, mit deiner besten Freundin redest. Rede mit Jesus. Er steht neben dir, hört zu. Sag ihm, dass du es bereust. Sag ihm, dass du dein Leben unter seine Leitung stellst. Nicht mehr du sollst leiten, sondern er soll dein Leben leiten ab heute. Du wirst dich abwenden von bösen Werken.
Du wirst nur nach der Bibel leben. Jesus vergibt, Jesus verändert, Jesus gibt uns einen Neuanfang, ein neues Herz. Bete mit mir und sag: Herr Jesus, ich erkenne heute, dass ich mich falsch verhalten habe. Gegenüber vielen Menschen habe ich mich falsch verhalten. Ich habe viele Sachen getan und ich erkenne heute, dass es für dich falsch war. Ich habe bis heute immer selbst entschieden, was richtig und falsch ist, was gut und böse ist. Ich bitte dich, vergib mir dafür. Ab heute bringe ich mein Leben zu dir. Nur noch du sollst entscheiden, was gut und böse ist. Ich will nach der Bibel leben. Bitte hilf mir. Vergib all meine Sünden heute. Und schenke mir Ruhe für meine Seele. Ich will mich ändern. Nur noch nach deinem Willen leben. Komm, Jesus. Komm und wohne in meinem Herzen. Und hilf mir, eine persönliche Beziehung mit dir jeden Tag zu pflegen. Gib mir deinen Heiligen Geist und hilf mir in meiner Schwachheit. Ich will mein altes Leben hinter mir lassen und neu mit dir starten. Ich danke dir dafür. Amen. Bitte bleib stehen, ich möchte kurz für euch beten. Also bitte helfen. Bitte betet mit, liebe Gemeinde, für diese kostbaren Seelen. Ich danke dir, Jesus, für Samuela. Geist Gottes, komm und wirke in diesem Herzen, in diesem Leben, Herr. Du siehst ihren Wunsch, unter deiner Leitung zu leben, Herr. Bitte segne sie. Schenke ihr ein Herz, das dich liebt, Herr, das dich sucht, das dich erkennt, Herr, das deine Wege liebt. Danke, Jesus, dass du Donna ein neues Herz schenkst.